Ja, willkommen. Wir haben 2016 und was ist das Beste an jedem neuen Jahr? Natürlich die Winterseason und die stelle ich euch wie immer kurz vor. Deswegen, los geht's. Starten wir die Season am 5. Januar mit Prince of Stride Alternative, nicht zu verwechseln mit Prince of Tennis, wobei es sich bei beiden um Sportanime handelt, bei Prince of Tennis um Tennis und bei Prince of Stride, naja, um Stride. Dieses Stride ist im kommenden Anime eine Extremsportart, bei der Teams aus 6 Leuten parkourähnlich durch die Städte laufen müssen. Unsere zwei Protagonisten wollen nun den Stride Club an ihrer Schule wiederbeleben, brauchen dafür aber noch weitere Mitglieder. Am 7. Januar beginnt der Musikanime Harushika Haruto no Shika no Shaishonsuru. Wie der Titel schon sagt, geht es um Haruto und Shika, welche Mitglieder eines Windinstrumentclubs sind, der jedoch bald geschlossen werden soll. Beide geben nun ihr Bestes, um Mitglieder zu gewinnen. Und als in der Schule ein bestimmtes Ereignis geschieht, tun sich beide zusammen, um das mysteriöse Rätsel zu lösen. Am selben Tag erscheint die TV-Adaption des PSP-Spiels No 9, No Plus, No Net. Und genau wie das PSP-Spiel ist auch der Anime an ein weibliches Publikum gerichtet. So dreht sich das Geschehen um Sorata, welcher das Bewusstsein an einem unbekannten Ort wiedererlangt und kurz darauf 3 Mädchen und 9 Jungs begegnet, mit denen er von nun an auf einem riesigen Luftschiff namens Norn herumreist. Kleines Trivia noch zum PSP-Spiel. Dort kann man zwischen 3 weiblichen Protagonisten frei wählen, mit denen man pro Charakter mit jeweils 3 Jungs eine Romanze anfangen kann. Unseren ersten Mecha-Anime bekommen wir ebenfalls am 7. Januar mit Active Raid. So findet die Geschichte in einem Teil von Tokio statt, welcher im Sumpf eingesunken ist. Im Mittelpunkt steht die sogenannte 8. Einheit, welche mit tragbaren Exoskeletten, oder besser bekannt unter Mechas, gegen den Anstieg der Kriminalität kämpft. Der letzte Anime am 7. Januar ist Shoujo Tachiwa. Der Student Buntaro weiß einfach nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll, woraufhin ihn seine Mitschülerin anwirbt, bei ihrem Bishoujo-Spiel zu helfen. Bishoujo heißt übrigens sowas wie schönes Mädchen. Jedoch hat Buntaro absolut keine Ahnung von solchen Spielen, dennoch möchte er helfen. Bei den Genre Comedy School Romance kann man sich ja schon fast vorstellen, in welche Richtung der Anime geht. Ein Anime, auf den ich mich besonders freue, startet einen Tag weiter, nämlich Bokudake ga Inaimachi. So bekommen wir hier einen Mystery Psychological Seinen, in dem es um Sotaro geht, welcher die Gabe hat, in der Zeit zurückzuspringen, sollte ein Unglück geschehen. Als er nun eine versuchte Kindesentführung beobachtet, möchte er wie gewohnt in der Zeit zurückgehen, doch anstatt nur einige Stunden zurückzureisen, findet er sich plötzlich in seiner Kindheit wieder. Am 8. Januar treffen wir wieder auf Koro-sensei in der Fortsetzung von Ansatsu Kyushitsu. So wie die zweite Staffel nahtlos an der ersten anknüpfen und die Schüler der Klasse 3E versuchen immer noch, ihr Tentakelmonsterlehrer Koro-sensei umzubringen, welcher am Ende des Jahres die Erde zerstören will. Staffel 1 fand ich persönlich ja ziemlich genial und die zweite soll nochmal eine Schippe drauflegen. Ich freue mich drauf. Rollenspielfans dürfen ebenfalls am 8. Januar glücklich werden, dann kommt die Adaption zu Phantasy Star Online 2. Jedoch wird der Anime storytechnisch nichts mit dem Spiel zu tun haben, sich aber dennoch auf der Erde abspielen. Und viel mehr Infos gab's auch schon gar nicht. Gleicher Tag, komplett anderes Genre, gibt es mit Dakashi Kashi. Denn Dakashi Kashi, was so viel wie billige Süßigkeiten bedeutet, handelt von dem Protagonisten Kokonotsu, welcher nicht den ländlichen Süßigkeitenladen seiner Familie übernehmen möchte, was seinem Vater natürlich komplett gegen den Strich geht. Jedoch versucht ein Mädchen, welches verrückt nach Süßigkeitswarengeschäft mit Kleinkram ist, Kokonotsu zu überreden, dass er doch noch das Geschäft übernimmt. The Win oder The Winegate erscheint ebenfalls am 8. Januar und hat nichts mit Steins Gate zu tun, denn es ist die Anime-Adaption eines Handy-RPGs, in dem man Dungeons erkundet, Monster bekämpft, Schätze entdeckt und Rätsel löst, also quasi so wie in jedem RPG. Die darum gestrickte Story handelt nun vom legendären The Winegate und einige Abenteurer machen sich auf, jenes Gate zu erreichen, denn es besagt, jene, die es erreichen, können die Welt nur mit ihren eigenen Vorstellungen formen. Einen weiteren Slice-of-Life-Comedy-Anime bekommen wir mit Ushite Galko-chan. So geht es um 3 Mädchen, Galko, Otaku und Ojo, welche die Highschool besuchen und gute Freunde sind. Der Kniff bei dem Anime ist nun, dass jeder der Mädchen einen Stereotypen verkörpert. Galko zum Beispiel ist eine Anspielung an Gal, was eine Art Mode ist. Otaku ganz klar verkörpert den Otaku und Ojo bezieht sich auf ein Mädchen mit reichen Eltern.
Und der letzte Anime am 8. Januar ist Kokako no Pantora. In der Manga-Adaption möchte nun das Cyborg-Mädchen Nene ihre Tante besuchen und trifft dabei kurzerhand eine Erfinderin, welche ebenfalls in Begleitung eines Cyborgs ist. Als dann noch ein Terrorist mit Superkräften auftaucht, müssen die beiden Cyborgs ihre Fähigkeiten kombinieren, um eine Katastrophe abzuwenden. Hierbei weiß ich nicht, ob es sich um einen Kurzanime handelt. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass das keiner ist. Und für den letzten Anime in dieser Ausgabe springen wir nochmal auf den 9. Januar. Dann startet Raiken-san. Was hier schon zur Story preisgegeben wurde, verrät noch nicht allzu viel. So geht es anscheinend um irgendeinen Kometen, welches ein Kind auswählen soll. Eine einflussreiche Familie möchte darauf hin, dass ihr Sohn der Auserwählte wird. Ist übrigens alles in so einem chinesischen Stil gehalten. Und das war's auch mit der ersten Ausgabe. Die zweite und letzte dürfte dann irgendwann nächste Woche kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin. Ciao.